mein bezahlter Sklave. Hallo! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TTT! Trouble in Terrorist Town! Mit Viraxo, besucht auf seine Seite Viraxo LP. Und mit Moin. Nuka, besucht auf ihre Seite, ihr seid gerade drauf. Und er hat keine Seite. Und Roku, er hat auch keine Seite. Doch, hast du das wohl. Das ist so nicht ganz richtig. Ja, Roku, er hat die tote 1904. Seite. Du hast eine tote Seite, du traust dich nur nicht, die Horror-Games weiterzuspielen. Aber er kommt sich aber an. Er traut sich aber, sie anzugucken. Ja. Einmal ja. So, ich warte immer noch auf das Ende von Roots of Evil. Willst du den Mittelteil nicht sehen? Das bedeutet, wenn du das Ende sendest, musst du ja den vorher ausgespielt haben. Nein, ich bezahle einfach. Und ich bin auch noch in der Sackgasse hier drin. Na super. Ich bin weitergegangen. So, ich balanciere. Auf wen? Auf einen umgekippten Sendemast. Psycho? Wie nennst du Psycho? Ich bin auf Dach. Luca ist auf Dach. Ich hab sie gerade schon rüber kraxeln sehen und da fällt sie gleich runter. Hi. Ich will hier wieder runter, weil sonst kann ich nirgendwo runterspringen. Ich tue immer noch eine nette Waffe. Challenge Time. Was? Ja, ich war immer voll umgefallenen Strommast. Alles klar. Mach sie unbedingt nach. Nein, mach sie nicht. Oh, hier sind ja richtige Häuser drin. Boah, ein Riesenfernseher. Hier war eine Shotgun, die geschossen hat. Ja, auf dem Fernseher. Ach so, gut. Was ist denn das eigentlich, ein BMW? Ja, kenne ich sofort, BMW. Auch nicht schlecht. Statt Küchenmöbel haben sie hier einfach eine Palette mit Mörtel drin. Echt? Ja, Mörtel. Ja, weil das doch nicht fertig ist, ist das noch nicht. Ach so. Wie spreche ich denn eigentlich? Marco, bist du noch da? Alles gut. Gut, gut. Roku, bist du noch da? Doch, bitte. Ja, lange das merkst du. Das ist ja unglaublich. Mehr lange, sagt er. Ich glaube langsam, dass Roku das Roku mehrmals hier gibt. Oh, was? Ich war die ganze Zeit in dem Haus. Du bist einmal rumgelaufen um die Map. Ach so. Das war mir nicht bewusst. Oh, was denn hier schön ist. Oh, hier liegt echt eine Menge rum. Oh, grüner Raum. Echse drauf, ist schön. Also, die Treppen sind schon sehr interessant. Ja. Oh, mir wird schlecht. Oh, scheiße. Boah, wunderschöner grün, blauer, weißer Himmel. Und kein bisschen pixelig. Und kein bisschen pixelig. Genau. War einer von euch schon mal eine U-Bahn? Ja, aber da ist keine Bahn. Also mit dem oder hier? Viraxo hat sich im Loch verkorkt. Das ist mein Loch. Das ist warm und geräumig. Was, willst du eine Küche, ja? Hallo, Viraxo. Nee. Ich bin weg, ich bin raus. Tschüss. Du bist jetzt ein Team. Du bist raus? Nein, nur aus dem Haus. Aus dem Haus bin ich raus. Ich bin raus aus dem Haus. Sag mal, Roku. Hi. Hi. Er ist so nett und freundlich, er ist es. Ja, das glaube ich nämlich auch. Freunde fürs Leben. PFF. Oh Gott. Best Friends forever. Ich steck nicht mit dir. Nuka. Oh mein Gott, Nuka. Komm, wir machen nie zusammen. Nein. Was? Komm, wir machen nie zusammen. Oh Gott, wir fallen nie zusammen. Nuka. Ka. Wieso nur mein Name? Komm, wir verfolgen ihn jetzt. Nein, das macht ihr nicht. Eine gute Idee, geh bitte vor.
Ah! Oh Gott! Okay. Okay. Ja, was war das denn? Alles klar. Nachgekommen sind. Ah, Ufo ja. Hat uns direkt zum Breiter geführt. Ah, oh, shit. Wow. Warst du schon alleine, Ruku? Ich wollte schon... Ja, er war so schön alleine. Wir haben doch vorher gesagt, komm, wir verfolgen Ruku. Ja. Aber ich hab erwartet, dass ihr noch einen gewissen Abstand zu ihm habt und ich kann ihn in Ruhe machen und dann... Weil ehrlich, was war das für ein Name, Ruku? Wieso hast du meinen shit. Namen verwendet? Shit. Ich wollte sagen, Vorsicht, Nuka, da ist ein Traitor. Ja, und was kam raus? Nuka! Als wenn ich das gewesen wäre. Ganz ich wollte sein, dass Virazio dabei war. Aber diesen Vogel, den kann man eigentlich nur draußen einsetzen, ne? Weil ich habe mir extra diesen Vogel gekauft. Nee, du musst genau zielen. Damit er. Genau, also der Name muss aufploppen, erst dann ist die Taube scharf. Ja. Ach der Name so, muss aufploppen. Das heißt, ich kann das auch in Räumen einsetzen. Ja, aber sehr ja. Hohe Sprengkraft, du wirst wahrscheinlich selber verletzt. Ja. Ach du Scheiße. Die okay. Hat eine sehr hohe Sprengkraft. Ah, okay, verstehe. Und sie kann nur gewissermaßen um Ecken machen, also Wunderecken kriegst du noch nicht hin. Ah, okay, verstehe. Wissen. Runde Ecken. Runde Ecken ist geil, oder? Ihr seid doof, ihr seid doof. Du bist doofer. Du bist am dösten. Du bist Dobermann 3. Dobermann? Sabber, Geld, ich hab Geld gefunden. Das schießt das ist bestimmt falsch drauf. Ich war das. Ja. Meister ist Falschgeld, weil es in einer Waschmaschine drin ist. Ja, ja, das ist Blutgeld bestimmt. Das wurde bestimmt gerade erst gewaschen. Das ist aber, das ist gar nicht eine Waschmaschine, das ist ein Trockner, so wollte ich das sagen. Das spricht noch mehr für Falschgeld. Und bitte, wer lagert das einfach so in Folie eingewickelt irgendwo in irgendeiner Wohnung? Das ist ja auch geil. Nehme ich doch ein Stück. Ich würde mir glatt einen Hubwagen zulegen. Ja. Vor allen Dingen, ey, weißt du was, ey? Zwei Flachbildschirme, zwei Rechner und so eine popelige uralte Maus. Ja. Aber nebenan, ey, das volle, viele Geld in Insekten. Ja, ja. Stimmt. So, das wird mir jetzt keiner glauben, aber ich bin tatsächlich unschuldig. Das wird mir jetzt keiner glauben. Nach der Runde ist ja klar, ne? Aber... Das wird mir jetzt keiner glauben. So, ich glaube, es ist Ruku, Nuka oder Viraxo. Wow, das war jetzt... Wow. Du kannst es nicht eindämmen. Ja, ich habe das eiskalt kalkuliert. Nach dem Ausschlussverfahren, ja? Absolut. Ich kann dir nicht sagen. Eiskalt kalkuliert. Eiskalt kalkuliert. So, wo seid ihr? Hier geht gerade irgendwas. Ja, Luca war's. Oh mein Gott, was war das denn? Luca war's. Oh mein Gott, Christopher Street Day. Was ist das denn? Wahnsinn. Luca war's. Nuka, bist du noch am Leben? Ja, aber Nuka war's. Da bin ich mir ganz sicher. Viraxo, bist du noch am Leben? Ach du Scheiße, okay. Ich hab Nuka aber angeschossen, die ist verwundet. Okay. Ich fürchte, die ist hier irgendwo bei mir. Okay. Ja, dann sei vorsichtig. Bewegst du dich? Ja, ich bin draußen. Ich möchte ungern aus Versehen dich erschießen. Ja, ja. Ich lauf draußen ein bisschen rum. Wetter schön. Die Nacht ist schön. Kann man machen.
Okay, egal, ich geh jetzt auch raus. Ich glaub, die ist unten im Subway hier bei der U-Bahn-Station. Okay. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ja, hier unten ist er! Ah! Hallo! Was hast du? Sauber. Sauber. Ich hab dir total nicht getraut, Roku, deswegen hab ich eine Falschinformation. Weil ich Angst vor dir hatte. Ich weiß nicht, dass du wirklich mit dem Ton. Ja! Ich habe mich auch totgestellt, damit sie mich nicht noch jagt. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie wusste, wo ich war. Ihr Feiglinge! So, und du hast dann gefragt, so, das kam mir so suspekt, wo sie dachte, bist du Psycho? Und ich so, ja, ich war draußen. Nee, ich war in meiner Sniper-Position und wollte halt nur fragen, dass wenn ich irgendjemanden laufen sehe, ihn halt sofort erschießen kann. Weil wenn du jetzt halt auch drin gewesen wärst, aber dann wärst du nur sie. Aber das kam so geierhaft rüber, so nach dem Motto, komm da hin, ich warte da. Und ich so, oh, okay. Boah, wegen. Das war geil. Ich warte da. Ja, ja. Nee, ich wollte, dass du unbedingt auf dem Gebäude bleibst. Ja, ja. Ja, jetzt weiß ich's ja, aber es kam echt so Alter, cool. Ja, ja. Betonweide. Ich muss zugeben, ich würde mir selber auch nicht trauen in der Situation, ja, ja. Aber... Ja, ja. Traust dir doch nie selber, vor allen Dingen, wenn du einen Hamburger vor dir hast. Aber ich würde mir auch nicht trauen, wenn ich einen schicken Burger vor mir hab. Ihr seid fies. Hier, wir hatten mal vor lang... Moment mal. Psycho Dead? Ah, oh, schon wieder! Oh. Psycho Dead. Da wollte aber jemand. Sehr gut. Ach shit. Ich war ziemlich weit weg. Du warst, du bist doch hier schon um Ecke. Ich wollte Luca. Ja, ich war gerade unterwegs im Haus. So. Na komm, mach ich mit dir auch mal so. Schmier. Da auch mach mal. Ja, ist er jetzt eigentlich die Herzkönigin, ne? Wir malen die Rosen rot. Oh Mann. Ah, oh, ja. Alter Ruko, du bist ein Frosch, weißt du warum? Wieso? Du bist nicht zu meiner Hilfe gekommen. Doch, ich bin hinterher gelaufen. Gar nicht wahr, du hättest doch ganz frech gesagt, wenn ich tot wäre. Oh. Das ist gar nicht wahr, ich war voller Panik. Hätte ich nicht erwartet. Er war wirklich voller Panik. Ich hab gerade gedacht, oh nein, bitte nicht die Luca. Jene, aber nicht Luca. Ja. Boah. Nimm den Haken, aber nicht Luca, oh Gott. Ich glaube, ihr euch doch glatt, ey. Ihr Schweine. Ich bin übrigens schon wieder innocent. Ich auch. Ich hab jetzt den Psycho-Fluch. Genau. Dann ist es Roku. Roku, wo bist du? Ah, ich will eine bessere Waffe, die ist. Ich bin mitten auf der Straße. Auf welcher? Jetzt gibt's mehrere. Bei dem LKW. Ich bin gerade beim LKW. Beim anderen LKW. Ach. Toll. Toll. Ja. Viele LKW. Hier ist noch ein LKW. Jetzt bin ich nie mehr beim LKW. Na, komm mal wieder zurück.
und bleib mal stehen, so für 5 oder 10 Minuten. Ja, sehr gut. Ach ja. Wer ist das? Was? Raxo? Ich nur. Ich bin schon weg. Was heißt hier ich nur? Hörst du? Ich wollte nur wissen, ob es der richtige LKW war, an dem ich stand. Also Ruko steht ja auf dem Dach. Bei der U-Bahn. Bei... Oha, du schießt da? Ich nicht. Ich hab was, ich hab Dings aufgeschossen. Ah, okay. Passende Dings, dein Schuh? Ich hab Lüftungsschacht aufgeschossen. Ah. Ich hab jetzt einmal ein Fass zerschossen. Hab ich gesehen. Hör mal, ich sehe dich auch. Was? Der Sniper da oben bestimmt. Ich kann nicht sagen, ich hab eine Schotze. Du kriegst das hin. So, denn ist hier einer drin? Hallo? Alles offen? Leben noch alle? Ja. Luca? Oh. Luca lebt nicht mehr. Nee, sie könnte sich auch totstellen. Kann auch sein. Könnte auch den Fass gestanden haben. Obwohl, da sollte ich vielleicht mal kurz mal kontrollieren. Das wäre natürlich dumm. Das wäre echt übel. Weil ich glaube, da hätten wir mal so Schnauben gehört. Ja. Ja. Doch, ich glaube schon, dass er dann was gesagt hätte. Ah, hier ist auch was drin. Wo war das was nochmal? Das war ich. Mhm. Ich mach was? Oh Gott. Ja, jetzt. Habt ihr die Leiche von Luca schon gefunden? Nein, ne? Ich hab keine hier gesucht. Okay. Ich aber auch nicht. Oh, gut. Ich hab sie auch noch nicht entdeckt. Keine Ahnung, wo sie aufgegangen ist. Das war ja gefährlich. Raxo? Raxo? Raiko? Ja, ich bin noch am Leben. Mach die Sache auch nicht besser. Ich glaube nicht, du bist es. Von wegen. Ich bin nee, im Ernst, meinst du, dass Luca die ganze Zeit die Klappe hält? Vielleicht. Bist du denn? Bin ich mir selber gar nicht so sicher. Irgendwo am Rand. Verstehe. Ich glaube, ich bin in deiner Nähe. Das hoffe ich nicht so sehr. Also Viraxo ist safe tot.
Ja, ich würde ja ehrlich gesagt gerne Lukas Leiche finden. Ja, das wäre schon toll. Weil ich traue ihr nicht. Ich kann ihr echt zutrauen, dass die jetzt irgendwie die ganze Zeit auf tot macht. Dann doch nicht tot. Also das, was sie mir sozusagen vorgeworfen hat, kann wirklich sein. Jetzt selber mache ich für den Ausgang von diesem Scheißhaus. Ja, ja. Ach hier, alles gut. Ich bin gerade in diesem U-Bahn-Bereich und suche dort die Leiche. Ob die wohl dort ist? Schauen wir mal. Da ist eine Leiche? Ich wusste, dass du das bist, Roku, ey. Nee, Nuka war es wirklich. Nee, Nuka hat sich die ganze Zeit hier hinten irgendwo versteckt auf der Karte. Aber Nuka war es, Nuka ist ja, ich war es leider. Oh. Es war was? So schön, es wäre so schön gewesen. Ich hätte fast Roku angegriffen. Hat echt nicht wie raus, wo bist du denn eigentlich gestorben? Ich habe auf dem LKW, wo wir Psycho niedergemetzelt haben, in der Lagerhalle, da habe ich die Fässer angeschossen, da ist mir eins direkt ins Gesicht gehüpft und dann explodiert. Nein, wirklich? Doch. Ach, dieses Geräusch war voll die Stirn klatschen, ne? Ja.